diesen Priesterexerzitien. Wir dürfen Thomas Paul bei uns begrüßen. Es ist eine Freude, dass er für uns diese heiligen Exerzitien beten wird, predigen wird. Ja, wir freuen uns schon auf seine tiefen Ausführungen. Danke, Herr Moos. Guten Morgen. So, I am so happy to be with you. Ich freue mich sehr, mit euch hier zu sein. And this retreat, especially the theme is Jesus said after the resurrection. In diesem diesen Exerzitien ist das Thema das, was Jesus nach seiner Auferstehung gesagt hat. As the Father has sent me, so I send you. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. John chapter 20, verse 21. Johannes Kapitel 20, Vers 21. As the Father has sent me, so I send you. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. This is a theme. The various aspect of the sending and the reality of Christ and his priesthood we are going to reflect the next 5 days. Im Zuge dieses Themas werden wir über das Gesandtsein, über das Priestertum Jesu Christi reflektieren in den nächsten 5 Tagen. So, all the 5 days we will be reflecting the same thing. Also alle 5 Tage werden wir sozusagen das Gleiche betrachten. But even though it will not be complete. Und selbst dann werden wir es nicht komplett fertig betrachten können. Because Christ is the eternal high priest. Denn Christus ist der ewige Hohepriester. And Christ is the savior of the whole world. Außerdem ist Christus der Retter der ganzen Welt. The whole humanity. Der ganzen Menschheit. And the whole creation. Und der ganzen Schöpfung. And Christ is the King of Kings. Und Christus ist der König der Könige. As St. Paul said in 1 Timothy chapter 1:17, 1 Timothy 1:17. So wie der heilige Paulus im 1. Timotheusbrief 1:17 sagt. 1:17. 1:17. To the King of Ages. Incorruptible, invisible, the only God, honor and glory forever and ever. Chapter 2. Chapter 1. Chapter 1, verse 17. I'm in the wrong. Oh, my apologies. I'm the wrong. Was in the wrong book. Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Once again, noch einmal. To the King of Ages. Dem König der Ewigkeit. Incorruptible. Unvergänglich. Invisible. Unsichtbar. The only God. Der einzige Gott. Honor and glory forever and ever. Amen. Ihm sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. And that Jesus says, I am sending you
as the Father has sent me. Und dieser Jesus sagt, ich sende euch, so wie mich der Vater gesandt hat. Can you believe this, all this what is written is going to is a reality in every priest or every religious? Könnt ihr euch vorstellen, dass das, was hier geschrieben steht, eine Realität in jedem Priester oder in jedem ja, in allen Ordensleuten, in allen Gottgeweihten ist? And even every believer. Und sogar in jedem Gläubigen. This is called St. Paul's famous saying, mystery of Christus. Christ, Mysterium Christus. Das ist das, was der heilige Paulus das Mysterium Christi nennt. Yeah. We are not ordinary people. Wir sind keine gewöhnlichen Menschen. I remember now when Pope Benedict XVI came in Austria. Now we are in Austria speaking this. So when he came, after he became Pope, the visit in Austria in Mariazell. Wir sind gerade in Österreich und ich kann mich noch gut erinnern, als Papst Benedikt XVI. Nach seiner Papstwahl nach Österreich kam, nach Mariazell. Maybe you maybe also might have been visited that time. I was there in the audience. Vielleicht waren manche von euch auch dort zu diesem Zeitpunkt. Ich war dort in dort und habe zugehört. And he spoke this word. Und folgendes hat er gesprochen. And when he repeatedly said he is the only God. Und immer wieder hat er gesagt, er ist der einzige Gott. Suddenly there was a pause, a silence, and people are looking here and there, particularly the journalists. Und dann war eine kurze Pause, Stille, die Leute haben dorthin und dahin geschaut, vor allem die Journalisten. So Pope Benedict said again, when I say this, don't think I am hurting any religious sentiments of other religion. Und dann hat der Papst gesagt, glaubt nicht, dass ich irgendwie die Gefühle anderer Religiösen von anderen Religionen damit verletze. When we say he is the only God, we are not hurting any other religion. Wenn wir sagen, er ist der einzige Gott, dann tun wir keiner anderen Religion weh. And Pope Benedict said, what I said is the truth. Und Papst Benedikt sagte, was ich gesagt habe, ist die Wahrheit. And my whole life, my soul embraced this truth. Und mein ganzes Leben lang hat meine Seele sich dieser Wahrheit hingegeben. Halleluja. Halleluja. Sorry, in London season we have not to say Halleluja, but forgive me. Während der Fastenzeit sagen wir in der Liturgie nicht Halleluja, aber hier, ja. Many people think that Christianity is a religion like any other religion. Viele Menschen glauben, das Christentum wäre eine Religion wie viele andere Religionen. Yeah. When we go to a school for admission of a child, there is given a formula we have to fill up and we have to answer what religion you are, and there is a list of religion and we have to tick mark whichever religion you belong to. Wenn wir ein Kind an der Schule anmelden, dann müssen wir ein Formular ausfüllen und eines der Felder ist das Religionsbekenntnis. Wir müssen dann, also es gibt dann eine Liste von verschiedenen Religionen und wir müssen dann ankreuzeln, welche Religion ist dieses Kind, welcher Religion ist das Kind zugehörig. So in the list one of that is Roman Catholic. Und in dieser Liste steht unter anderem römisch-katholisch. Along with all Hindu, Muslim, Buddhist, all other religions. Neben anderen Religionen wie Hinduismus, Buddhismus und so weiter. So general public think, Christianity is one religion like other religion.
Und natürlich glaubt dann die Öffentlichkeit, dass das Christentum eine Religion wie jede andere Religion ist. But that is not the truth. Aber das ist nicht die Wahrheit. Jesus has come not to make a religion. Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu kreieren. But he is the only God who has given his life to renew the whole creation. Sondern er ist der einzige Gott, der sein Leben gegeben hat, um die ganze Schöpfung zu erneuern. Whole creation. Die ganze Schöpfung. So, beginning from the humanity. Und beginnend mit der Menschheit. So in that context we have to understand what happens in the Lenten season leading to the passion, death and resurrection. Und in diesem Kontext müssen wir verstehen, was wir in der Fastenzeit feiern, also die Passion und der Tod Christi, die dann zur Auferstehung führen. So we are in a Lenten season. It is like a marathon. Wir sind jetzt in der Fastenzeit. Diese Zeit ist wie ein Marathon. But in this marathon you have to run with the cross. Aber in diesem Marathon musst du mit dem Kreuz rennen. And not with good food, but with the fasting. Nicht mit guten Füßen, mit trainierten Füßen, sondern durch das Fasten. And finally, we know we will resurrect. Und letztendlich wissen wir, dass wir auferstehen werden. So, this Lenten season is not only a reflection on the passion, but resurrection and the Pentecost and his coming again. So ist diese Fastenzeit nicht nur betrachten wir in dieser Fastenzeit nicht nur die Passion, sondern auch die Auferstehung, Pfingsten, Sendung des Heiligen Geistes und die Wiederkunft Jesu, die noch aussteht. Now, this word after resurrection is very important in the call of every priest. Dieses Wort Gottes, was wir gelesen haben, ist sehr wichtig für jeden, für die Berufung jedes Priesters. And also, all believers and the priests, religious, deacons, seminarians, and all believers. Das gilt für alle Gläubigen, also für Priester, Diakone, Gottgeweihte, für alle Gläubigen. Yes. Very interesting point is the beginning of that paragraph, verse 19 says, on the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them. Es ist interessant, in Vers 19 steht Johannes 20, Vers 19, am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. So this is the first day, that is the day of the resurrection. Das ist der erste Tag, das ist der Auferstehungstag. The very important point here is, the door was locked. Und was hier ein sehr wichtiger Punkt oder der wichtige Punkt ist, ist, dass die Tür verschlossen war. Imagine, the disciples, the apostles, were in fear because of the Jews, and they were inside a room and closed the door. Stellt euch das einmal vor: die Jünger, die Apostel, waren in einem Raum aus
den sie verschlossen hatten aus Furcht vor den Juden. You must visualize, maybe you were one of that in that room. Ihr müsst euch das bildlich vorstellen. Stellt euch vielleicht vor, dass ihr eine Person in diesem Raum seid. So they were very happy because the door was locked, so no Jew or nobody can come in. Und sie waren sehr glücklich, weil die Tür verschlossen war, damit kein Jude oder sonst jemand reinkommen kann. But suddenly one man has come in the middle of the room. Aber plötzlich kam trotzdem ein Mann in die Mitte dieses Raumes. They were shocked. Da waren sie schockiert. Somebody might have asked, who opened the door? Und vielleicht hat jemand gefragt, wer hat die Tür geöffnet? No, I did not open. Nein, wir haben sie nicht geöffnet. So, the door is still closed. Die Tür ist noch immer verschlossen. But how this man come in? Aber wie kommt dann dieser Mann hier hinein? This is very important to know that Christ cannot be stopped by any door, even the iron doors. Also, ihr müsst verstehen, es ist wichtig zu verstehen, dass Christus durch Türen, selbst durch Eisentore, nicht gestoppt oder aufgehalten werden kann. This is a message for all of us and a mystery which need to learn many ways. Das ist für uns alle eine Botschaft und ein Geheimnis, das wir auf verschiedene Arten verstehen, lernen müssen. In our priestly religious life, we come across with a lot of obstacles, objections, persecutions. In unserem priesterlichen bzw. geweihten Leben stoßen wir auf viele Hindernisse, auf viele Gegner oder. Yeah. We feel the situation is closed for us. Not allowing us to evangelize, to very difficult to live. Und es fühlt sich für uns so an, als wären die Türen für uns geschlossen. Wir können nicht evangelisieren. Das Leben ist sehr schwer. Yeah. There you have to believe. Und in dieser Situation müsst ihr glauben. You have to believe Christ is in you. No doors can close against him. He will enter through the closed door. Und in dieser Situation müsst ihr glauben, dass Christus in euch ist und dass es keine Tür gibt, die ihn aufhalten kann. Yeah. In Catena Aurea, that is the Bible commentary compiled by St. Thomas Aquinas, he has quoted St. Augustine's reflection about this. In der Catena Aurea, das ist der Bibelkommentar von Thomas von Aquin, hat eben der heilige Thomas Augustinus zitiert, was dieser zu dieser Bibelstelle sagt. St. Augustine. Der heilige Augustinus. St. Augustine says, the closed doors speaking many mysteries to us. He came in the closed door. Augustinus sagt, dass die verschlossenen Türen uns viele Geheimnisse erzählen, sozusagen, dass Jesus durch die geschlossenen Türen gekommen ist. We know this interpretation of the church fathers are very, very mystical. Wir wissen, dass die Auslegungen der Kirchenväter sehr mystisch sind. They always think which we never used to think. Die denken auf eine Art und Weise, wie wir oft nicht denken. So St. Augustine says that first of all referred to his virginal conception. Der heilige Augustinus sagt, dass das zuerst eine Referenz ist an die jungfräuliche Empfängnis. Yeah. That is von Jesus. Christ, that Mary conceived Christ in her womb without opening her virginity, without opening her virginity. Die Mutter Gottes hat Jesus Christus in ihren Mutterschoß empfangen, ohne ihre Jungfräulichkeit quasi aufzugeben, zu öffnen, ja. In like in a closed door of her virginity,
Also quasi in das verschlossene Tor ihrer Jungfräulichkeit. He came in. Ist Jesus hineingekommen. Yeah. So the very conception of itself, the very conception, the very incarnation itself is an entrance into the closed door. Das bedeutet, dass die Empfängnis, die ganze Menschwerdung Christi, ein Eintreten hinter in eine verschlossene Tür ist. So, when we think about Jesus said, as my Father sent me, so I send you. Und wenn wir dann daran denken, dass Jesus gesagt hat, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Earlier time I used to think first about Jesus' public life began with the full of power and anointing with the Holy Spirit. Wir denken oft, oder ich dachte einmal, Jesu öffentliches Leben begann voller Macht und voller Salbung des Heiligen Geistes. That is true. Das ist wahr. But that is not the beginning of Christ. Aber das ist nicht der Anfang von Christus. He said, as my Father sent me, so I send you. Er sagte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So where is the beginning of that sending? Und wo beginnt diese Sendung? Oder the wann? Beginning of the sending is the incarnation, the mystery Und of incarnation. Der Anfang dieser Sendung Christi ist die Menschwerdung, also das Geheimnis der Menschwerdung. So we must reflect and believe the mystery of incarnation in our priestly life, in our religious life, in our normal Christian life. Das heißt für uns, dass wir in unserem priesterlichen, geweihten bzw. in unserem normalen christlichen Leben die Menschwerdung betrachten müssen. We celebrate Christmas, we see the little child in the manger, we worship him and we make a big celebration. Zu Weihnachten feiern wir die Inkarnation, wir sehen das kleine Kind in der Krippe, wir beten es an, wir machen ein großes Fest. The whole Christmas is surrounded with the joy of exchanging gifts to one another. Weihnachten ist ganz sozusagen umrandet, also es geht darum, dass die Leute sich gegenseitig Geschenke schenken. Yeah. Children are expecting they are going to get very good gifts. Die Kinder erwarten, dass sie sehr schöne Geschenke bekommen werden. Some of the children will demand we need an iPhone. Manche Kinder werden verlangen, wir brauchen ein iPhone. Okay, but the greatest gift is God become man. Aber das größte Geschenk ist, dass Gott Mensch geworden ist. The whole Christian life, the biggest mystery we must say is the mystery of incarnation. Im ganzen christlichen Leben ist das größte Mysterium das Geheimnis der Menschwerdung. Because although resurrection is a great mystery and passion is a great mystery, but all that begins from the mystery of incarnation. Denn obwohl die Auferstehung und die Passion auch große Geheimnisse sind, beginnt doch das Ganze mit der Menschwerdung. Therefore, this is the beginning of all other mysteries. Deswegen ist das Mysterium der Menschwerdung der Beginn aller anderen Mysterien, Geheimnisse. When I say this, I recall you to think about the first week of Advent, the Gospel and the preface in the Holy Mass. Yeah. In the first week of Advent. Und wenn ich das zu euch sage, dann bitte ich euch, denkt an die Lesungen und an die Präfationen im Messbuch der ersten Adventwoche. It's written the two Advents. Es geht um die zwei Ankünfte, die zwei Kommen Christi. And the first week's readings are
often his second coming. Und die ersten Lesungen, Advent weeks, really. Ja, in den ersten Adventwochen geht es oft um Christi zweites Kommen. We always wonder, we are going to be in the Christmas time, why we talk about the second coming. Und wir wundern uns vielleicht oft, wir gehen auf Weihnachten zu, warum reflektieren wir das zweite Kommen Christi im Advent? In the Holy Liturgy, in the preface we understand, the preface says, O Lord, for preparing us for your second coming, you are coming first. Und in der Präfation steht, um uns auf dein zweites Kommen vorzubereiten, irgendwie so, ja, bist du zuerst, ja. This first Advent is a preparation for his second coming. Also das erste Kommen Christi ist eine Vorbereitung auf das zweite Kommen Christi. And on the Christmas Day prefaces, through your wonderful Austausch, holy exchange. Ja. Und in der Weihnachtspräfation gibt es einen Teil durch diesen wunderbaren Tausch. Also ein wunderbarer Tausch wurde vollzogen. Ja. Wonderful exchange of life. Ein wunderbarer Tausch des Lebens. I have focused that one word, Austausch. Ich habe mich auf dieses eine Wort fokussiert, Austausch. Exchange. Ja, Austausch. Give and take. Tausch, also geben und nehmen. He took something from us and he gave something to us. What is that? Er hat etwas von uns genommen und uns etwas gegeben. Now was? We go into Catechism of Catholic Church, paragraph 526. Jetzt schauen wir in den Katechismus der katholischen Kirche, paragraph 526. Where exactly this word is mentioned. Marvelous exchange. Wo genau dieses Wort, wunderbarer Tausch, erwähnt wird. Paragraph 526. Paragraph 526. We read the whole paragraph. Wir lesen den ganzen Paragraph. To become a child in relation to God is the condition for entering the kingdom. Vor Gott Kind zu werden, ist die Voraussetzung, um in das Gottesreich einzutreten. For this we must humble ourselves and become little. Dazu muss man sich erniedrigen, klein werden. Even more to become children of God, we must be born from above or born of God. Mehr noch, man muss von neuem geboren werden, aus Gott geboren werden, um Kind Gottes zu werden. Only when Christ is formed in us will the mystery of Christmas be fulfilled in us. Das Weihnachtsgeheimnis vollzieht sich in uns, also quasi nur dann, füge ich jetzt hinzu, wenn Christus in uns Gestalt annimmt. Christmas is the mystery of this marvelous exchange. Weihnachten ist das Mysterium des wundersamen Tausches. Ja. Marvelous exchange. Also das ist ein wundersamer Tausch. Can we imagine that God gave himself to us and he took our weak human nature? Können wir uns das vorstellen, dass Gott sich selbst uns gegeben hat und er unsere schwache Menschennatur auf sich genommen hat? This is what the first point when Jesus says, as My Father sent me, so I sent you. Und das ist der erste Punkt, der wichtig ist, wenn Jesus sagt, wenn mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So, it is not our work. Und das ist nicht unser Tun. So he said, receive the Holy Spirit. He breathed on us. Und Jesus hat dann gesagt, empfangt den Heiligen Geist. Und er hat uns angehaucht, die Jünger angehaucht. Through that, these apostles who were in fear, naturally, because of their original sin,
that fear and all the human nature will be changed to a new birth, a completely new birth. Durch dieses Anhauchen mit dem Heiligen Geist wurden die Jünger neu geboren. Das heißt, ihre menschliche Furcht aufgrund der Erbsünde wird verschwinden, sozusagen, und sie werden neu geboren. They were with Jesus 3 years in a formation like in a priest seminary with Jesus. Die Jünger waren bereits 3 Jahre so wie in einem, ähnlich wie in einem Priesterseminar bei Jesus gewesen. But nothing happened. They are in fear. Aber es ist sozusagen nichts passiert. Sie waren trotzdem in Angst. They again went back to fishing. Sie sind wieder zurückgegangen zum Fischen. So the formation will be complete only when this incarnation take place in them. Das heißt, erst wenn die Inkarnation in den Jüngern sozusagen stattfindet, dann ist ihre Formation, ihre Vorbereitung abgeschlossen. Now we can remember what angel said to Mary, you will conceive and bear a child, you must call him Jesus. Wir können uns jetzt daran erinnern, dass der Engel zu der Mutter Gottes gesagt hat, du wirst ein Kind empfangen vom Heiligen Geist und sollst ihm den Namen Jesus geben. And Mary asked, how this will happen? Und dann fragte die Mutter Gottes, wie kann das geschehen? Then what was the answer? Und was war die Antwort? The Holy Spirit will come upon you. Der Heilige Geist wird über dich kommen. That is important in our life. Und das ist wichtig in unserem Leben. So in the womb of Mary, the Holy Spirit and the eternal Word, Son of God, mixed together, and the flesh of the humanity he assumed. Also das ewige Wort Gottes und der Heilige Geist sind in den Mutterschoß der Mutter Gottes gemeinsam gekommen und das ewige Wort hat Fleisch angenommen. Er hat das menschliche Fleisch angenommen. Yes. Angenommen. Angenommen, ja. What happened in the womb of Mary? Was ist im Mutterschoß von Maria passiert? As my father sent me, so I send you. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. That whole he took in the sending of the word, he became man. All das hat er auf sich genommen. In seiner Sendung, indem er die Menschennatur angenommen hat. Who's that manhood, that nature, that human nature is our fallen human nature. Und diese Menschennatur ist unsere gefallene Menschennatur. So, is it my nature is included in that? Take it personally. Is your my nature included in that? Nehmt das persönlich, fragt euch, ist meine Natur ist angenommen? Ist included? Ist meine persönliche menschliche Natur durch Christus angenommen? Fragt euch das? Yes. Ja. Sometimes when I say this, some people say, oh, no, I am a sinner. How can he take my sin upon him? Und dann manchmal, wenn ich das sage, antworten manche, nein, ich bin ein Sünder. Wie kann Jesus diese Natur annehmen? When he take my sin, he will become a sinner. Denn wenn er meine sündhafte Natur annimmt, dann wird er ein Sünder. No. Nein. He don't become a sinner. Er wird kein Sünder. But he can take our sin upon him because he is holy of holy. Aber er kann unsere Sünde auf sich nehmen, weil er der Heilige ist. He assumed our
sinful nature in his human nature. Und so nahm er unsere sündhafte Natur in seiner menschlichen Natur an. But his holiness remains holy. Seine Heiligkeit bleibt heilig. So that is why this is a mystery. We cannot understand with our human psychology or reasoning. Und deswegen ist das ein Geheimnis, was wir nicht mit unserer menschlichen Psychologie, mit unserem Denken lösen können. So in this 526 continues in a paragraph with a antiphon, yeah. Ja, es geht dann weiter im 526 im Katechismus mit einem Antiphon. Yeah, that antiphon is of the prayer of the 1st January. Und dieser Antiphon ist aus dem Gebet vom 1. Jänner. Oh, marvelous exchange. Oh, wunderbarer Tausch. Man's creator has become man. Der einen Menschen erschuf, nimmt menschliches Leben an. Born of the Virgin. Und wird aus der Jungfrau geboren. We have been made sharer in the divinity of Christ, who humbled himself to share our humanity. Von keinem Mann gezeugt, kommt er in die Welt und schenkt uns göttliches Leben. There is a little difference in the translation. Ja, in der Übersetzung ist ein kleiner Unterschied. So, Christ, who humbled himself, you translate from here. Also ich übersetze es aus der englischen Übersetzung direkt. Christus, der sich selbst erniedrigt hat, to share our humanity. Um unsere Menschheit anzunehmen. Yeah. I think our priestly life, religious life, or Christian life has a very consolation when we understand this mystery. Ich denke, unser priesterliches Geweihtes oder überhaupt christliches Leben hat einen besonderen Trost für dieses Leben, wenn wir das verstehen. I have been giving retreat to priests and religious and seminarians for last 30 years. Ich gebe schon seit 30 Jahren Exerzitien für Priester, Gottgeweihte und Seminaristen. 3 decades. Also 3 Jahrzehnte. Some of the seminarians who wanted to go away from the seminary because of their weaknesses and failures, they, after my retreat, decided to stay and they are now very good priests. Manche Seminaristen, die das Seminar verlassen wollten aufgrund von Schwächen oder Fehlern, sind aufgrund dieser Exerzitien, die ich gehalten habe, wieder zurück ins Seminar und sind heute gute Priester. And they met me sometimes. Und dann habe ich sie manchmal später getroffen. And they come and hug me. Die kommen und umarmen mich. Thomas Paul, that retreat changed my life. Und sie sagen, Thomas Paul, diese Exerzitien haben mein Leben verändert. Otherwise, I would not have become a priest. Ansonsten wäre ich kein Priester geworden. Then I asked them, what was the important point made that change in you? Und wenn ich Sie frage, welcher Punkt war wichtig für diese Änderung in dir? He said, I was full of weakness and sinfulness. Sie antworten mir dann, ich war voller Schwäche und Sündhaftigkeit. With that weakness, how could I become a priest? I was not understanding. Und sie sagen, ja, ich habe nicht verstanden, wie kann ich mit dieser Schwäche ein Priester werden? But in this teaching, aber in dieser Lehre, I understood my call to become a priest is with the weaknesses and failures, and Christ will take over my weakness and give me his divinity. Aber durch das, was du gelehrt hast, habe ich verstanden,
dass Christus durch mich handeln wird und mir meine Schwäche und so Sündhaftigkeit nehmen wird. I am not to fight with my weakness by myself. Es geht nicht darum, dass ich mit meiner Schwäche selber kämpfe. So he was quoting, remembering the words of Hebrew chapter 5, 1 and 2. Er hat sich an die an das Wort Gottes aus den aus dem Hebräerbrief Kapitel 5 1 und 2 erinnert. Hebrews chapter 5, 1 and 2 says, every high priest is taken from among men and made their representatives before God to offer gifts and sacrifices for sins. Da steht im Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 1 lautet, denn jeder hohe Priester wird aus den Menschen ausgewählt und für die Menschen eingesetzt, zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. He is able to deal patiently with the ignorant and erring, for he himself is beset by weaknesses. Und dann in Vers 2 steht, er ist fähig, für die Unwissenden und Irrenden Verständnis aufzubringen, da auch er der Schwachheit unterworfen ist. And so for this reason must make sin offerings for himself as well as for the people. Vers 3. Deshalb muss er für sich selbst ebenso wie für das Volk Sündopfer darbringen. No one takes this honor upon himself, but only when called by God, just as Aaron was. Und keiner nimmt sich eigenmächtig diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron. Continuing, in the same way, it was not Christ who glorified himself in becoming high priest, but rather the one who said to him, you are my son, this day I have begotten you. Und so weiter geht es. So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde eines hohen Priesters verliehen, sondern der zu ihm gesprochen hat, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Just as he says in another place, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. Wie er auch an anderer Stelle sagt, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchizedeks. This is Psalm 110. Das ist Psalm 110. Yeah, that is a big prophecy about the priesthood of Jesus. Das ist eine große Prophetie betreffend das Priestertum Christi. His priesthood is not of the order of Aaron, but of the order of Melchizedek. Seine Priestertum ist nicht nach der Ordnung des aaronitischen Priestertums, sondern nach der Ordnung des Priestertums von Melchizedek. So, all the high priests are chosen from the human beings, weak and with full of weakness and sinfulness. Das heißt, alle hohen Priester werden aus den Menschen erwählt, trotz oder mit ihrer Schwachheit und Sündhaftigkeit. So, in the seminary formation and in the priestly ongoing formation. Das heißt, im Seminar und dann später als Priester in der Weiterbildung, in der Fortbildung oder im Wachsen, müssen wir uns daran erinnern, that our God has chosen us even as with our weaknesses. Müssen wir uns erinnern, dass Gott uns erwählt hat mit unseren Schwächen. Why? Warum? Then only we can console the people whom you are ministering, who are full of weaknesses and failures. Denn nur dann können wir die Menschen, die zu uns kommen, die voller Schwächen und Fehler sind, verstehen und trösten. Yeah, that is again, you would like to read it once again, verse 2 in Hebrews chapter 5. Das ist, noch einmal, das ist in Hebräer, Kapitel 5, Vers 2.
steht das. He is able to deal patiently with the ignorant and erring, for he himself is beset by weaknesses. Er ist fähig, für die Unwissenden und Irrenden, im Englischen steht da noch dabei in Geduld, ja, Verständnis aufzubringen, da auch er der Schwachheit unterworfen ist. But when, what is formation? Formation is through the work of the Holy Spirit, the incarnation take place in us. Also was ist die Formation? Das ist, dass der, durch die Inkarnation, dass durch den Heiligen Geist die Inkarnation in uns stattfindet. Yeah. Through Holy Spirit and the Word of God. Durch den Heiligen Geist und das Wort Gottes. Yeah. So in the seminary life, you are learning philosophy and theology, and most important thing is you learn the gospel. Im Seminaristenleben lernt ihr also Philosophie, Theologie und was am wichtigsten ist, ihr lernt das Evangelium. Yeah. And now we have systematic study in the seminary, but earlier time there were no such study. Heute gibt es systematische, beim Studium systematische Ausbildung. Systematische Ausbildung, das im Seminar, das gab es früher nicht. Earlier time, if anybody want to be a priest, he should accompany another priest and he will live with him and every day he celebrate the Holy Eucharist and learn from him. Früher war es so, wenn einer Priester werden wollte, dann ist er zu einem anderen Priester gegangen, hat von ihm gelernt und hat jeden Tag dort die Eucharistie gefeiert. My humble opinion is, even if a seminarian, maybe 7 years or 10 years sometimes, live this everyday Holy Eucharist, that itself will change that man. Meine bescheidene Meinung ist es, dass wenn ein Seminarist vielleicht 5, 7, 10 Jahre die heilige Eucharistie lebt, dann wird ihn das schon zu einem guten Priester machen. So also religious. Auch für, das gilt auch für Geweihte, geweihtes Leben. Because what happens? A transformation, a austausch take place, a exchange take place in the life of that person. Denn was passiert? Es findet ein Austausch statt im Leben dieser Person. That's important. Das ist wichtig. But how it happens? Und wie geschieht das? The 2 points. Die 2 Punkte. Holy Spirit and the Word of God. Der Heilige Geist und das Wort Gottes. Like in the incarnation, in the womb of Mary, the Holy Spirit and the Word came in. Genauso wie in der Inkarnation, in den Mutterschoß der Mutter Gottes, der Heilige Geist und das ewige Wort Gottes kamen. So in our formation, the Word and the Spirit come in and take our human nature. Also in unserer Ausbildung, Vorbereitung kommen der Heilige Geist und das Wort Gottes in uns und take our human nature. Und nehmen unsere menschliche Natur an. And that is called Gnade, Grace. Das wird Gnade genannt. Yeah. What is Gnade? Was ist Gnade? Grace. Grace is the participation of God's life into human life. Gnade ist das ist die Teilhabe des göttlichen Lebens im menschlichen Leben. Yeah. Am menschlichen Leben. Catechism 1997. Katechismus 1997. Yeah. Those who have the catechism, I advise you to please open and read. Ich empfehle denen, die einen Katechismus haben, bitte ihn aufzuschlagen und das zu lesen. Because the word grace is so much used in our Christian, our
Christian life, Catholic life. Denn das Wort Gnade wird in unserem katholischen, christlichen Leben so oft verwendet. But what is grace? Aber was ist Gnade? Grace is a participation in the life of God. Die Gnade ist eine Teilhabe am Leben Gottes. We did not go to heaven to get that, but the heaven came down. Wir sind nicht in den Himmel hinaufgestiegen, um das zu bekommen, sondern der Himmel kam zu uns hinunter, damit das geschieht. It introduces into the intimacy of the Trinitarian life. Okay, the translation is a bit different here. Yeah. You can read the whole thing. Die Gnade ist eine Teilhabe am Leben Gottes. Sie führt uns in das Innerste des dreifaltigen Lebens. Durch die Taufe hat der Christ Anteil an der Gnade Christi, der das Haupt seines Leibes ist. Als ein Adoptivsohn darf er nun in Vereinigung mit dem eingeborenen Sohn Gott Vater nennen. It introduces into the intimacy of the Trinitarian life. By baptism, the Christian participates in the grace of Christ, the head of the body. Also sie, die Gnade, führt uns in das Innerste des dreifaltigen Lebens. Durch die Taufe hat der Christ Anteil an der Gnade Christi, der das Haupt seines Leibes ist. As an adopted son, he can henceforth call God Father. Als ein Adoptivsohn darf er nun in Vereinigung mit dem eingeborenen Sohn Gott Vater nennen. In the union with the only son. In der Gemeinschaft mit dem einzigen Sohn. He conceives the life of the Spirit who breathes charity into him and who forms the church. Also in der Gemeinschaft mit dem einzigen Sohn empfängt das Leben des Geistes, der ihm die Liebe einhaucht und der die Kirche aufbaut. Let us read the next paragraph also. Lesen wir auch noch den nächsten Paragraphen, 1998. The vocation to eternal life is supernatural. Diese Berufung zum ewigen Leben ist übernatürlich. That's the thing. So our natural understanding, we cannot be a priest or a religious. Das heißt, durch unsere Natur, unser natürliches Denken oder unsere natürliche Natur können wir nicht Gottgeweihter oder Priester sein. So psychology and philosophy is not enough. Das heißt, Psychologie und Philosophie genügt nicht. That is needed, but above that there is a spiritology. Das ist, beides ist notwendig, aber darüber hinaus gibt es noch eine Spiritualität, Pneumatologie. The work of the Holy Spirit. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. That's why Jesus breathed on them, receive the Spirit. Und das ist, wie Christus den Heiligen Geist einhaucht. Ja, wie er die Jünger angehaucht hat mit dem Heiligen Geist. After the resurrection, first thing he has given is receive the Spirit. Also nach der Auferstehung sagt Christus zuerst, empfangt den Heiligen Geist. As my Father sent me, so I send you. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So, Jesus was the eternal Word. Also Jesus war das ewige Wort. He was sent into the womb of Mary. Er wurde gesandt in den Mutterschoß von Maria. And received the humanity. Und hat die Menschheit angenommen. Through the Word and the Spirit. Durch das Wort und den Geist. So in the womb of Mary, these three things mixed. Also im Mutterschoß von Maria sind diese drei Dinge vermischt. The eternal Word, das ewige Wort, Holy Spirit, der Heilige Geist, and our fallen humanity, und unsere gefallene Menschheit. So this is what happens in the formation in the priestly life.
Und das passiert in der Vorbereitung im priesterlichen Leben. In the religious life. Im geweihten Leben. That our fallen humanity must be mixed with the Holy Spirit and the Word of God. Dass unsere gefallene Menschheit mit dem ewigen Wort und mit dem Heiligen Geist vermischt werden muss. So it transforms our life. Damit unser Leben gewandelt wird. So it is written, the vocation to eternal life is supernatural. So steht also hier im Katechismus, diese Berufung zum ewigen Leben ist übernatürlich. It depends entirely on gratuitous initiative, for he alone can reveal and give himself. Sie ist ganz dem ungeschuldeten Zuvorkommen Gottes zu verdanken, denn er allein kann sich offenbaren und sich schenken. Yeah. Two points very important to note here. Das sind zwei wichtige Punkte, die wir hier mitnehmen sollen. Drei sogar. Initiative. Die Initiative, also das Zuvorkommen. So, who is first taking action? Wer ergreift die Initiative? Yeah. Wer macht das? Wer beginnt? Even a vocation, you want to become a priest or a religious. It is your decision. But it is an initiative of God. Selbst wenn ihr eine Berufung habt zum Priestertum oder zum geweihten Leben, ist es eure Entscheidung, aber die Berufung kommt zuerst von Gott. Yeah. Even the desire, I want to be a priest, I want to be a religious, where from that desire comes? Selbst das Verlangen, ein Priester oder ein Gottgeweihter zu sein, kommt woher? It is from God. Von Gott. So if he called you, he will do it. Das heißt, wenn er euch berufen hat, dann wird er es auch tun. Yeah. We have to cooperate with his doing. Und wir sollen mit seinem Tun mitarbeiten. Yeah. What, how he will do? Und wie wird er das machen? For he alone can reveal. Denn er allein kann sich offenbaren. And give himself. Und sich selbst schenken. Now that's an, two things are in that. Da sind zwei Dinge drinnen. We think we can know God with our human intelligence. Wir glauben, dass wir Gott mit unserem menschlichen Verstand kennen können. Yes, it is possible. Ja, das ist wahr. But God alone reveals God. Aber nur Gott selbst offenbart Gott. God alone reveals God. Gott alleine offenbart Gott. So that revealing, diese Offenbarung has to take place in us. Muss in uns geschehen. It has two parts. One is our natural reasoning. Das hat zwei Teile. Der erste ist unser natürliches Denken, unser Verstand. You can look at the flowers of the garden. Ihr könnt in den Garten schauen, auf die Blumen. Get this flower. Diese Blume zum Beispiel hier. Yeah. Ja. Look at this. How beautiful this. Schaut euch an, wie schön diese Blume ist. Oh, can you create this flower? Könnt ihr diese Blume erschaffen? No. Nein. How God has created this flower. Schaut euch an, wie Gott diese Blume geschaffen hat. What a wonder. Was ist das für ein Wunder? If this creation is so beautiful, how will be God, the creator of this beauty? Wenn selbst die Schöpfung so schön ist, wie schön wird dann erst Gott sein, der Schöpfer? So, this is one way of knowing God. Also das ist eine Art und Weise, wie wir Gott erkennen oder kennen können. Ja, this is erkennen. Written in the book of Wisdom, chapter 13:5. Das steht im Buch der Weisheit, Kapitel 13:5. That from the Schönheit, from the beauty of the creation, we know the beauty of the Creator. Dass wir von der Schönheit, dort steht, dass wir von der Schönheit
der Schöpfung, auf die Schönheit des Schöpfers schließen können. Wisdom, chapter 13, 5. Weisheit, Buch der Weisheit, Kapitel 13, Vers 5. So for this, there is no theology.